Moin Leute, ich zeige euch heute meine PS4-Spielesammlung. Also das erste Spiel ist Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht. Ja, ist ein ganz lustiges Spiel. Ich hab's zwar schon durch, aber noch nicht zu 100%. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das nächste ist Uncharted: The Nathan Drake Collection. Das finde ich ziemlich nice, richtig gute Story. Aber der dritte Teil ist ein bisschen schwer, finde ich. Dann kommt Star Wars Battlefront. Also, das fand ich früher gut. Hab's aber nur Ende 2015 und Anfang 2016 gezockt, aber mittlerweile nicht mehr. Dann WWE 2K16. Das habe ich letztes Jahr richtig gesuchtet. Meiner Meinung nach das beste WWE-Spiel auf PS4. Der Showcase war auch hammergeil mit Stone Cold Steve Austin und die haben einfach geile Spiele. Dann Lego Jurassic World. Das habe ich im Sommer 2015 gesuchtet. Habe es auch auf 100% durch und alle Trophäen. Also, das ist schon lustig, das Spiel. Dann haben wir FIFA 15. Das war mein letztes FIFA-Spiel. Seitdem habe ich kein FIFA mehr gespielt. Aber davor, ja, von FIFA 12 bis 15 Jahre. Dann Disney Infinity 3.0. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig, aber nach einer Zeit bringt es keinen Spaß mehr. Scheiß Vogel, Alter. Okay, als nächstes Assassin's Creed Syndicate. Das ist meiner Meinung nach das schlechteste Assassin's Creed, was ich jemals gespielt habe. Ich mag London und die Story irgendwie überhaupt nicht. Und die Waffen auch nicht. Dann haben wir Assassin's Creed Unity. Das ist zwar, naja, relativ verbuggt, aber der Koop-Modus, den fand ich super. Den fand ich einfach gut. Als nächstes kommt Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Das ist ein lustiger Shooter. Der hat mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, aber habe ich schon seit einigen Monaten nicht mehr gezockt. Dann WWE 2K17, das aktuelle WWE-Spiel. Finde ich auf jeden Fall besser als 15, aber schlechter als 16, muss ich sagen. Dann kommt Assassin's Creed Black Flag. Ist eins meiner Lieblings-Assassin's Creed-Spieler. Das Piraten-Setting finde ich schon ziemlich geil. Und die große Welt ist auch super. Als nächstes kommt WWE 2K15. Naja, eines der schlechtesten WWE-Spiele aller Zeiten wahrscheinlich. So, das war wirklich eine Frechheit, wie wenig Inhalt dieses Spiel hat. So, und jetzt das letzte Spiel hier auf Disc. Mittelerde Mordors Schatten und nicht Schatten des Krieges. Das kommt jetzt dieses Jahr raus. Also das ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Der zweite Teil wird locker noch besser. So, dann habe ich jetzt noch drei Special-Kandidaten, die ich im PlayStation Store gekauft habe und nicht auf Disc habe. Das wären einmal GTA